Hallo, Freunde der großen und kleinen Eisenbahn. Ja, heute möchte ich euch ja einmal eine neue Lok vorstellen. Ja, das heißt schon wieder eine neue Lok. Das ist eine ganz besondere Lok. Und nun werden sich manche an den Kopf fassen und sagen, ja, was ist denn das? Das ist eine Vectron DE, also eine dieselelektrische Lokomotive der Baureihe 247, Epoche 6. So, und jetzt wird der Hund in der Pfanne verrückt. Da hat er nicht immer gesagt, bei mir kommen keine modernen Loks auf die Platte. Jetzt hat er sich ja schon eine Dampflok hier ins Land geholt, obwohl er gesagt hat, Dampfloks kommen bei mir nicht auf die Bahn. Ja, nun ist es eine Vectron geworden. Ja, ich möchte sie euch dann mal vorstellen. Ja, ich habe mich entschieden für diese Lok. Erstens, weil sie ein wunderschönes Design hat. Und das Besondere ist an der Lok, sie trägt meinen Namen. So, das will ich sie auch mal hier zeigen. Ja, da ist nun das gute Stück. Eingeliefert worden in dieser Verpackung hier. Ja, eine Hobby-Train-Lok. Diese Lok zeichnet sich aus durch eine hervorragende Detaillierung mit geätzten Lüftergittern, angesetzten Haltestangen, viel kleine Feinheiten an den Drehgestellen und sie läuft hervorragend. Meine manche sagen, die Hobby drehen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber ich kann mich bisher nicht beschweren. Es war alles sehr einfach wiederum, sie zu programmieren. Auch habe ich die CV-Werte ein wenig verändert, insbesondere der Lautstärke. Ja, und nun wollen wir sie mal auf ihre Gleise setzen oder auf die Schienen setzen, damit sie Berührung hat mit ihrem Element. So, bis gleich. Die verschiedenen Funktionen euch zu zeigen. Als erstes haben wir jetzt erstmal das Licht an und aus. Dann haben wir noch das Fernlicht. Bei über 20 Funktionen muss ich erstmal gucken. Fernlicht ist bei Nummer 7. Ja, da muss man schon genau hingucken. So, dann geht das weiter mit Sound. Das ist die Taste 1. Dann haben wir Makro tief lang. Dann haben wir Makro hoch kurz. Makro tief kurz. Ja, da haben wir noch weitere Tasten, Hochgeschwindigkeit und Rangiergeschwindigkeit. Fernlicht habe ich eben gezeigt. Lichtunterdrückung haben wir auch, 11 und 12 Lichtunterdrückung. Da haben wir Kurvenquietschen. Weiter geht das mit Lüfter. Thank you.
haben wir Kupplung. Wieder Makro. Und nochmal. Haben wir noch einen Schaffnerpfiff. Ein Funkspruch. Elektrische Bremse, kann man es auch nicht vorführen, aber noch den Klimalüfter. Langsam Fahreigenschaften zeigen. Machen wir den Motor an. Den beigesoffen, ich trinke Cola. Muss mich konzentrieren. So, das ist jetzt drei Viertel Balken. So, jetzt habe ich ein Balken. Ja, ich finde, die Detaillierung der Lok ist unbeschreiblich. Das Design der Lok wurde angelehnt an das Aussehen der V200. Im Original gibt es diese Lok nicht in dieser Lackierung. Man sollte sich die DB mal überlegen, diese Lackierung auch zu übernehmen. Das wäre doch mal eine Ehrerbietung vor der V200. Wer glaubt mir, den alten hat es die DB nicht so gut. So, jetzt wollen wir sie noch mal hier ein bisschen schneller über die Anlage fahren lassen. Übrigens werde ich in einem späteren Video noch mal eine Gegenüberstellung machen mit der V221 und ich werde auch ein paar Sätze sagen zum Original, zur Siemens Vectron DE Baureihe 241. Thank you.
So, das war's nun mit der kleinen Vorstellung der Hobby Trainlog Vectron.de. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen und sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal. So, fast hätte ich es vergessen. Diese Lok wurde dieses Jahr im Frühjahr auf den Markt gebracht und ist eine limitierte Auflage. Also wer sich solche Lok zulegen will, der solle sich beeilen. Nämlich limitierte Auflagen, die sind recht schnell vergriffen. So, jetzt aber endgültig Schluss und ich sage tschüss.